zu backen kochen mit Stefan. Diesmal griechisches Knüdelschaschlik. Ja, das Ganze sieht vorbereitet so aus. Ich werde euch natürlich zeigen, wie es gemacht wird. Dazu leckeres Auberginen-Dip und das ist ein Knaller eigentlich. Ja, ich mag Aubergine gar nicht so gerne, aber das, ich finde es richtig lecker. Schaut euch das Video an, viel Spaß dabei. So, als allererstes müssen wir mit den Vorbereitungen für den Dip anfangen. Dafür habe ich ein Backblech vorbereitet mit Backpapier. Und die Auberginen werden jetzt mit einer Gabel ringsherum einfach eingestochen und dann bei 220 Grad Ober-Unterhitze, ja, ich sag mal 60 bis 70 Minuten gegart. Die sollen richtig schön weich werden. Also es muss richtig sehr, sehr weich sein. Das mache ich jetzt und dann sehen wir uns gleich wieder. Beim nächsten Schritt greife ich auf ein Fertigprodukt zurück. Das ist einfach zu aufwendig, da die Knödel noch selber zu machen. Wer das gerne möchte, kann das tun. Ich nehme diese Mini-Knödel von Funny. Die werden einfach nach Packungsangaben zubereitet. Ja, das mache ich einfach mal und danach sehen wir uns schon wieder. Die fertigen Knödel habe ich abgegossen. Jetzt gebe ich die in eine Pfanne, die ich auch später zum Benutzen der Spieße nehmen möchte. Einfach da reingeben, dann etwas Olivenöl darüber und darin schwenken und dann auskühlen lassen. Das restliche Olivenöl, was hinterher in der Pfanne bleibt, können wir zum Braten der Spieße nehmen. Müssen wir nicht extra einen anderen Topf für nehmen, das können wir auch so machen. Meine Auberginen, die waren jetzt ja eine gute Stunde im Backofen. Ihr seht, die sehen total verschrumpelt aus. Das sollen sie auch. Sie sind super weich jetzt innen drin, aber auch noch sehr heiß. Ich lasse das noch ein bisschen auskühlen und dann schneiden wir sie auf und kratzen sie aus. Sind die Auberginen ein wenig abgekühlt, sodass man sie anfassen kann, aufschneiden. Ihr seht, es dampft immer noch sehr, aber es ist nicht mehr ganz so heiß. Aufschneiden, mit einem Löffel auskratzen und das Fruchtfleisch in so ein Gefäß geben. Darin möchte ich später auch pürieren. Deshalb so ein hohes Gefäß, das ist ganz praktisch dafür. Bevor wir das Ganze jetzt zum Dip weiterverarbeiten, lassen wir das noch ein wenig auskühlen. Die Aubergine ist jetzt ein wenig abgekühlt, jetzt wird sie schon mal durchpüriert. Dann gebe ich den gehackten Knoblauch dazu, den Frischkäse, Salz, Pfeffer und Cayenne-Pfeffer. Das Ganze dann durchpürieren nochmal, abschmecken und ja, eventuell nachwürzen. Und danach stellt ihr es kalt, bis dass wir es ja, benutzen, verzehren, essen wollen. Ja, ihr seht, nach dem Abschmecken würze ich auch nochmal ein klein wenig nach. Die Schärfe mit dem Cayenne-Pfeffer bestimmt ihr dadurch selber. Und eins kann ich euch vorab verraten, das ist lecker. Die einfachsten Zutaten, da sind ja nur 3-4 Sachen drin und das ist wirklich lecker. Hätte ich überhaupt nicht gedacht, weil Aubergine ist nicht ganz so mein Ding. Ich weiß, farblich ist es jetzt nicht gerade sehr ansprechend, aber ja, der Geschmack zählt, denke ich. Wie gesagt, das Ganze jetzt noch, bis dass wir es wieder brauchen, kalt stellen. Während die Auberginen im Backofen waren und die Knödel zubereitet wurden, habe ich schon mal mein Gemüse geputzt und geschnitten. Zusätzlich den Feta-Käse und dann brauchen wir noch den Sesam. Und daraus basteln wir jetzt unsere Spieße. Dafür habe ich so Schaschlik-Spieße. Leider sind die hier ein bisschen lang, die werde ich nachher noch kürzen müssen. Und als allererstes werden dann die Knödel in dem Sesam gewälzt, gewendet. Dann spießt ihr das Gemüse auf, in der Reihenfolge, wie ihr das möchtet. Also Knödel, Gemüse, Käse und zum Schluss nochmal einen Knödel. Ja, und dann ist das eigentlich schon fertig. Beim Zuschneiden des Gemüses und auch des Käses solltet ihr natürlich darauf achten,
dass es nicht viel größer ist oder viel kleiner ist wie eure Knödel, weil es beim Braten sonst nicht in Kontakt mit der Pfanne kommt und dann kriegt ihr keine Röstaromen daran. Deshalb also ungefähr so die Größe wie der Knödel. Ja, ich habe jetzt mal zwei Stück für euch vorbereitet, die wir auch zusammen braten werden. Die anderen mache ich später extra. Das Ganze würze ich jetzt noch mit Salz, Pfeffer und Kreuzkümmel gemahlenem. Und dann geht's ab in die Pfanne. Ja, Pfanne ist mit dem Öl, mit dem Olivenöl vorbereitet, vorgeheizt. Nicht zu heiß, also so mittlere Temperatur in etwa. Und dann rundherum goldbraun braten. Wie gesagt, nicht zu heiß, der Sesam sollte nicht verbrennen. Ich denke, ja, 5 bis 10 Minuten, je nachdem. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Oh, ihr seht, so langsam nimmt das Ganze Farbe an. Aber lieber ein wenig länger und nicht zu heiß, als dass es verbrennt. Ja, ihr seht, meine Knödelschaschliks sind fertig. Ja, leicht angebraten. Goldbraun, so soll es sein. Nicht zu stark anbraten, wie gesagt. Jetzt wird es noch mit frisch gehacktem Koriander bestreut und dann ist das Ganze schon fertig. Es duftet auf jeden Fall prima und ich sage euch, es wird keinen Geschmackstest jetzt hier geben. Das hier ist für jemand anders bestimmt. Es ist wirklich lecker. Es lohnt sich nachzumachen und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.